Hallo, mit diesem Video möchte ich mich in die Mindestlohndebatte einmischen. Ich möchte dazu auf John Stuart Mill und Adam Smith nehmen und euch damit urliberale Standpunkte zurück ins Gedächtnis rufen. Adam Smiths Menschenbild ist von Empathie und Egoismus geprägt. Mitgefühl und Eigennutz bestimmen unser Handeln. Der Mensch ist stets bestrebt, mit reinem Gewissen das Beste für sich herauszuholen. John Stuart Mill führt weiter aus, dass es zu Mitgefühl immer dann kommt, wenn einer unverschuldet in Not gerät oder leiden muss. Der Mensch fühlt sich dann verpflichtet zu helfen. Und da diese Verpflichtung alle Menschen betrifft, ist es gerechtfertigt, die Kosten über Steuern gleichmäßig zu verteilen. Jetzt kommt es aber des Öfteren vor, so führt John Stuart Mill weiter aus, dass einer zwar unverschuldet in Not gerät oder leiden muss, aber dass die Schuld einen anderen trifft. In diesem Fall hat zwar die Gesellschaft immer noch die Pflicht zu helfen, weil man ihn nicht einfach so leiden lassen kann, allerdings erwirbt sie gleichsam das Recht, sich die entstandenen Kosten vom Schuldigen wiederzuholen. Wenn es nicht anders geht, darf man das auch mit Gewalt. Wenn also das Fehlen eines Mindestlohnes dazu führen sollte, dass wir Gelder aufstocken müssen, damit es den Arbeitern nicht schlecht geht, so erwerben wir das Recht, und das sollte jedem Unternehmer klar sein, uns das Geld von dem entsprechenden Arbeitgeber wiederzuholen. Sollte ein Unternehmer nicht willens oder nicht in der Lage dazu sein, so muss halt das Unternehmen beschlagnahmt und versteigert werden und der fehlende Lohn aus den Erlösen ausbezahlt werden. Es kann nicht sein, dass Arbeitgeber einen so geringen Lohn zahlen, dass die Steuerzahler sich moralisch verpflichtet fühlen, den Lohn der Angestellten mit Steuern aufzustocken. Noch einmal zur Erinnerung, es heißt Freiheit und Verantwortung und nicht Freiheit von Verantwortung, und der Staat soll die Freiheit der Bürger schützen und nicht die Unternehmen vor Verantwortung. Hungerlöhne sind vielleicht asozial, aber nicht liberal. Weg mit den Arschlochsozialisten. Gerade wir Liberale sollten uns nicht mit diesen sehen lassen. Ein Unternehmer, der seine Angestellten nicht bezahlen kann, ist ein unfähiger Unternehmer. Als Marktwirtschaftler sollten wir wissen, dass es gut ist, dass die Marktwirtschaft solche Menschen entsorgt. Wir brauchen fähige Unternehmer und keine Arschlochsozialisten. Das Aufstocken ist übrigens ein größerer Feind der Marktwirtschaft als ein Mindestlohn. Das Aufstocken ermöglicht es, unfähigen Unternehmern weiterhin Unternehmen zu führen. Ein Mindestlohn schafft Rechtssicherheit für die Unternehmen. Es ist doch besser, von Anfang an zu wissen, wie hoch der Lohn ist, als wenn man am Ende des Jahres die Aufstockung nachbezahlen muss. Es muss irgendeine Regelung geben, die dafür sorgt, dass die Unternehmen den vollen Lohn zahlen. Das muss kein Mindestlohn sein. Da bin ich offen und flexibel für andere Lösungsmöglichkeiten. Wir können auch eine andere Regelung finden. Ich habe ja schon angedeutet, das Nachbezahlen der Aufstockung. Die andere Lösung, die immer wieder gesagt wird, ja, die Aufstockung einfach sein lassen, müssen wir gucken, ob wir den Menschen das antun können. Aber in einer Marktwirtschaft, und das muss ganz klar sein, bezahlt man das, was man in Anspruch nimmt. Und wenn Menschen für einen arbeiten, dann bezahlt man sie. An diesem Gesetz ist nicht zu rütteln, zumindest nicht mit mir. Die Marktwirtschaft hat für mich einen höheren Stellenwert als der Lobbyismus mit der Großindustrie.